Moin, moin, Hamburg! Hamburg, Stadt und Land! Ah, ihr seid schon da. Hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind immer im Groove. Dank, total. Wayne Morris. Super. Das ist wirklich ein toller Song. Wirklich ein großartiger Song. Wir wollten ja eigentlich, dass er bei den Top 800 mitmacht. Das ist uns dieses Jahr nicht gelungen. Mhm. Aber wir sind dran. Mhm. Auf jeden Fall. Und wir wollen auch ein Musikvideo produzieren. Ich sag mal, ich habe schon mal ein ganz bisschen angefangen. Mhm. Aber dadurch, dass sich das generell alles verzögert hat, das soll ja auch richtig gut werden. Ja. Nehmen wir da bald nochmal neuen Anlauf und dann aber richtig, Freunde. Dann ist so das ein Musikvideo, das sich gewaschen hat. Ja. Was übrigens auffällt in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob wir dafür verantwortlich sind, es gibt immer mehr Hamburg-Lieder und Hamburg-Hymnen. Mhm. Hier waren ja vor 2 Wochen Adam Brixton und sein Kompagnon. Mhm. Die haben eine Hamburg Hymne rausgebracht. Jetzt hat sich Rüdiger Wahl bei mir gemeldet, ja, der Allergieexperte, der aussieht wie Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, auch ein Hamburg-Lied geschrieben. Ja. Die sind alle ganz fleißig dabei auf einmal. Das ist diese furchtbare künstlerische Eifersucht. Ja. Die sehen, dass Wayne Morris das so raushaut, dass da ein richtig geiler Song entstanden ist. Und dann sind sie schrecklich eifersüchtig und es britzelt in ihren Gehirn und zack, kommen sie mit ganz neuen Songs auf den Markt. Toll. Es britzelt. Das ist für mich wirklich ein Begriff aus dem Comic. Ja. Aus dem lustigen Taschenbuch oder Mickey Mouse. Nein, Britzel. Clever und smart. Clever und smart. Was ist das? Kenne ich gar nicht. Du kennst auch Clever und smart. Kenne ich das? Ja, wenn du das nicht kennst, dann bringe ich morgen ein Heft mit. Warte mal, Clever und smart, Eisenträger. Verwandeln? Ah, ja doch, ich habe das schon mal gesehen, aber ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht meine Generation, oder? Ja? Das müsste deine Generation sein, ja. Oh. Aber wenn wir... 58 bis 2023. Dieser junge Freund hier, der ist ja deswegen auch so anders wie ich, weil ich mit Clever und Smart sozialisiert wurde. Ja. Und er musste in der Zeit Mickey Mouse lesen. Das war aber auch schön. Ja, ist auch schön, aber der Mickey Mouse ist ja ein Polizeispitzel, wie wir wissen. Das hast du erzählt, ja. Genau. Das stimmt, ja. Und Clever und Smart sind das nicht. Die sind zwar auch Agenten, aber in ganz anderer Art und Weise. Sie sind halt clever und smart. Sie sind halt clever und smart und es geht permanent darum, den anderen möglichst kreativ auf den Kopf zu hauen. Das ist ja wie bei uns. Das ist wie bei uns. Und, das ist wie bei Britzel. Genau. Und gab es da auch irgendwie so Gadgets und Beigaben zu der Zeitschrift? Nein. Okay. Nee, weil das fand ich an der Mickey Mouse immer so gut, dass da immer irgendwas zum Spielen dabei war. Irgendwie eine Agentenuhr. In jedes Haus das neue Heft. Der Mickey Mouse. Ich kann bald mal ganz alte Mickey Mouse Hefte mitbringen. Die sind sogar älter als ich. Die habe ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft. Ja. Ich glaube aus den 70ern oder so sind da noch welche. Wir müssen kurz was aufklären. Ja. Und zwar hat uns Kapitän Klaus darauf hingewiesen, dass unser Wecker nicht funktioniert. Ja. Und das stimmt, Klaus. Wir haben nur wirklich ein technisches Problem. Ja. Und zwar sind die Batterien, glaube ich, einfach leer. Die Batterien sind leer. Was können wir? Also jetzt müssen wir genau überlegen. Was könnten wir tun? Wir könnten die alten Batterien herausnehmen, an die Seite stellen, nämlich so, dass ich sie hinterher korrekt entsorgen kann. Es gibt ja Batterieentsorgungsplätze, zum Beispiel hier um die Ecke beim Edeka. Auf dem Schreibtisch von Technik Thomas. Oder auf dem Schreibtisch von Technik Thomas. Und dann komme ich an und dann würde ich mal Folgendes machen. Ja. Ich weiß nicht, ob du diesen alten Trick kennst. Ne? Welchen denn? Oh, was hast du denn da hinterm Ohr? Ach so, ja. Eine Batterie. Oh, es sind sogar Akkus. Die sind sogar grün. So, das ist ja toll. Das werde ich jetzt hier fachgerecht einlegen. Aber hier waren auch 2 verschiedene drin. Ob das gut ist? Das ist Integration, Inklusion. Ja. Damit man nimmt nicht mehr 2 Waters, sondern man nimmt eine Warte, eine Panasonic. Einfach der Gerechtigkeit halber. Okay. Wir sind diejenigen, die... Tickt der? Da passiert doch gar nichts. Ist der jetzt kaputt? Nee. Nein. Warte mal, drück mal den Lichtknopf da. Passiert aber auch nichts. Na, das ist ja komisch. Oder hast du die? Also ich bin doch nicht doof. Die sind richtig rum drin. Hast du gerade, wolltest du... Ich wollte warten, ob im Chat jemand was schreibt. Pass auf. Also hier ist Plus, Minus. Einmal hier Plus, Minus, live im Fernsehen. Und hier den jetzt so rum rein. Ist doch korrekt bis jetzt, ne? Genau. So, und jetzt machen wir das so. Oder geht es doch nur mit Batterien und nicht mit Akkus? Das kann sein, dass es vielleicht nicht mit Akkus geht. Das ist eigentlich nicht. Dafür sind ja die Akkus sind ja dafür da. Ja. Herrgott. So. Jetzt? Wir warten einfach mal ein bisschen. Ja, wir warten. Aber jetzt ist immer noch kein Licht auch, ne? Doch, jetzt. Geht er? Also Licht geht. Aber die Uhrzeit nicht. Wir warten.
Komisch. Naja, ja, das hier ist auch kaputt übrigens. 0 Grad kann ja eigentlich gar nicht angehen. Nee, es sind 4 Grad. Sind es jetzt 4? Es sind 4 Grad. Hat dein Autothermometer gesagt? Gerade eben 4 Grad auf der Straße, ich frisch gemessen. Da habe ich ja Glück gehabt. Ja. Weil das geht ja gar nicht ansonsten. Minus 1 Grad hatten wir heute Morgen. Das ist schwierig. Es ist ein bisschen, heute ist ein bisschen Las Vegas-Gefühl. Ja. Weil in der Winterzeit in Las Vegas ist es so, dass du morgens aufstehst. Ich gehe ja immer, bevor ich da auf die Messe gehe, gehe ich joggen. Mhm. Und dann stehst du auf, dann sind tatsächlich 0 Grad. Ja. Aber die Sonne scheint, blitzeblauer Himmel. Ja. Und dann gehe ich laufen. Und wenn ich bei dem Café bin, zu dem ich immer gehe, im Art District, dann sind es schon so 5, 6 Grad. Dann gehe ich da rein, hole mir meinen Kaffee. Dann stehe ich draußen, 5, 6 Grad. Aber die Sonne, wie gesagt, schon wirkt schön. Und dann dauert es so eine Stunde ungefähr. Ich gehe dann gemütlich zum Hotel. Mach mich fertig und so, komm runter, dauert ungefähr noch eine Stunde und danach sind schon 16 Grad. Okay. Und dann gehe ich dann rüber zur Messe. Das ist so ein Fußweg von 1,5 Kilometern. Ja. Und wenn ich da ankomme, sind es schon nah an den 20. Und dann gehst du rein und bist den ganzen Tag in den Messehallen. Dann sind es 50, wenn du wieder rauskommst. Genau. Ja, 50 nicht, aber es sind dann im Winter sind es immer auch so 28, okay. 30 Grad. Ja. Ja, ja. Also wäre ein Grund für Las Vegas auf jeden Fall, das mal in die nähere Wahl zu nehmen. Las Vegas ist sowieso, es gibt Menschen, die behaupten ja, Las Vegas wäre alles so künstlich. Freunde, erstens hinfahren, zweitens mal sich angucken, was es da alles gibt. Zum Beispiel ein Mafia-Museum, eine Brauerei, da gibt es ganz tolle Sachen. Ein Elvis-Museum bestimmt. Auf jeden Fall gibt es auch Elvis-Ausstellung und Museum. Man kann natürlich heiraten, aber allein die Hotellobbys anzugucken, ist schon ein Traum, designerischen Traum, also von den Ideen her. Las Vegas ist wirklich toll. Gar nicht schlecht. Habe ich noch mal vor. Irgendwann wird es soweit sein. Ich war gestern kulinarisch in Japan unterwegs und war mit Freunden Ramen essen. Und zwar beim Kokomo Nudelclub. Mach bitte einen Beach Boys Witz. 3, 2, 1. Mach Kokomo. Ist zu platt. Ja. Es gab Tonkotsu Ramen. Bitte was? Tonkotsu. Tonkotsu. Eine Schweinebrühe mit Fleisch und einem Ei. Und es war ganz toll, muss ich sagen. Wirklich lecker. Wirklich ein kulinarisches Highlight. Super. Wirklich schön richtig kräftig. Würzig kräftig, extra lange gekocht. Ist die Spezialität dort, das war echt toll. Soll ich ein Erlebnis vom Sonntag erzählen? Vom Samstag erzählen, von meiner Frau und mir? Ja. Wir wollten gerne abends essen gehen, hatten gesagt, Mensch, es war so ein stressiger Samstag, ich habe den ganzen Samstag über irgendwie gearbeitet und so. Und dann wollten wir gerne essen gehen. Entschuldigung, das ist doch nicht Samstag, sondern Freitag gewesen. Freitag. Ja. Geht nicht, ne? Der ist kaputt. Wir reparieren das nachher. Technik Thomas macht das. Genau. So. Auf jeden Fall wollten wir Freitag schön essen gehen, hatten uns darauf gefreut und so. Und dann habe ich festgestellt, dass leider das Restaurant, wo wir hin wollten, das Formosa in der Eifelstraße. Mhm. Herrliches Restaurant. Formosa? Formosa. Also, aber es heißt, glaube ich, heute schon anders. Das hieß mal früher Formosa und man findet es auch noch unter, also Formosa. Ah, ja. Man findet es noch unter dem Namen. Okay. Aber das heißt heute, glaube ich, irgendwie anders. Das heißt irgendwie sowas wie Yam Yam oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da laufen so Fließbänder mit leckeren asiatischen Spezialitäten. Ah, okay. In zwei Stockwerken, einmal kalt und einmal warm. Ja. Richtig lecker, tolles Essen, auch günstig noch dazu, super Restaurant. Aber leider... Wart ihr da schon mal und habt mir von dort ein Video geschickt? Ja. Da ging es darum, mich für Wetten, das vorzubereiten. Ich sollte mir alles merken, was auf dem Laufband angefahren genau kam. Genau, so war das. ja. Genau. Und auf jeden Fall, da haben wir dann keinen Platz mehr bekommen. Dann haben wir uns erinnert, wir waren wunderbar in der im Brauhausstieg in einem Restaurant, einem modernen Restaurant, der auf zweiter Reihe von der Wandsbecker Chaussee, beim asiatischen Laden. Und da gab es auch einen wunderbaren Rahmen. Deswegen habe ich eben nach der Brühe gefragt. Ja. Und das war richtig, richtig, richtig lecker. Perfekt, also wie in Japan, großartig. Wirklich leckeres Essen. Davor gab es so scharfe Hühnchenteile, so ein bisschen wie in der Cheesecake Factory in Amerika. Ja. So richtig schön, aber trotzdem nicht nur scharf, sondern auch geschmacklich scharf und so. Ah, super. Wunderbar. Wir hatten auch als Vorspeise Kimchi, dann noch einen Gurken-Wakame-Salat mit Algen. Sehr lecker. Ein bisschen Schweinebauch mit Teriyaki. Und dann konntest du ja beim Ramen-Gericht eben wählen, ob du dann eine Hühnerbrühe haben möchtest, eine Miso-Brühe oder eine Schweinebrühe. Ja. Und Tonkotsu ist da die Spezialität, deswegen ganz toll, kann und deswegen, ich nur empfehlen. Und das war bei uns dann, deswegen sind wir da hingegangen und dann saßen wir da und da passierte Folgendes, dann kam ein Rahmen und ich schwöre, Alter, es hat nach nichts geschmeckt, nach Wasser. Die Brühe war braun und hat nach Wasser geschmeckt. Und dann bekam meine Frau hatte lauwarme Nudeln mit Erdnuss und sonst irgendwas und auch das hat nach nichts geschmeckt. Dann habe ich den Kellner geholt. Und habe gesagt, sag mal, wir waren hier letztes Mal bei euch, das war so lecker und so, aber tu mir einen Gefallen, nimm mir einen Löffel und probier das. Das schmeckt nach nichts, also wirklich nach nichts. Also so. Da hat er gesagt, hat er es probiert. Und dann sagt er, ja, naja, ist wahrscheinlich die Brühe nicht lang genug gezogen.
naja, kann ich euch einen Drink ausgeben? Ich sage, nee, ich würde gerne einfach einen leckeren Rahmen essen. Ja. Dann sagt er, ja, wir haben jetzt nur den. Okay. Und dann habe ich da für 2 Personen 75 Euro bezahlt. Ich musste das alles bezahlen. Boah. Ja, ich habe nichts, nichts erstattet, außer sie wollten mir einen Drink ausgeben. Ja, da will auch keinen Drink haben. Ich möchte gerne was zu essen haben. Ja. Das war wirklich ein ganz fieses, enttäuschendes Erlebnis. Das ist sehr schade, weil das finde ich wirklich doof, wenn man dann nämlich essen geht und du wartest auf das Essen, du freust dich drauf, es hat seinen Preis. Genau. Es ist vielleicht sogar ein besonderer Anlass und dann bist du einfach enttäuscht. Das ist wirklich schade. Genau, dann gehen wir doch lieber in den Beach Boys Club. Genau. Wo ist der denn? Wo ist der in der Clemens-Schultz-Straße 41. Alles klar. Sehr gut. 41, glaube ich, ja. Kokomo Noodle Club. Genau, wir könnten ja am New Music Friday auch mal eine neue Platte auflegen oder eine altbekannte Platte, zum Beispiel von den Beach Boys, Pet Sounds, die ich leider nicht im Original habe, weil die kannst du ja als Originalpressung teilweise gar nicht bezahlen. Ich habe aber gesehen, bei Mediamarkt, da wo ich letztes Mal diese sagenhaft tolle 5€ Italo-Platte her hatte, gibt es auch eine Neupressung von Pet Sounds der Beach Boys. Krass. Könnte ich mir eigentlich vielleicht mal... Aber auch mal für 5 Euro? Nee, leider nicht. Ich glaube 20 oder 30. Ja. Die hat ja einfach ihren Preis. Ist ja für viele das legendärste, beste Album der Welt, oder? Absolut. Also ich kenne ganz viele Leute, die richtig Hardcore-Fans sind. Ich bin, muss ehrlich sagen, es ist wie mit den Beatles. Ich mag die Musik, ich mag viele Lieder, ich verstehe genau, warum Menschen die so gerne mögen, aber am Ende bin ich bei den Rolling Stones gelandet. Ja, okay. Aber das war ja damals, glaube ich, sowieso. Man hat sich meistens entschieden zwischen Beatles oder Stones, oder? Ja, ist eigentlich unnötig. Also völlig unnötige Diskussion, weil beides zusammen wunderbar geht und das auch beide Bands haben ja ihre Entwicklung gemacht und sowas. Also sie waren am Anfang gar nicht so weit auseinander, außer dass sie einen grundsätzlich anderen Ansatz sozusagen hatten. In der Entwicklung, also als ich Sticky Fingers in der Hand hatte, 1974, war es mit den Beatles. Ich hatte alle Beatles-Alben, ich habe alles gehört, ich habe auch beides parallel gehört, aber dann habe ich mich irgendwie, dann war noch mit den Beatles ja vorbei, muss man ehrlich sagen, die gab es ja dann nicht mehr. Dann kam die haben ja schon irgendwie 69, glaube ich, ihr letztes Live-Konzert oder 66. Das war schnell vorbei und das war es dann, genau. Jeder hat da so seine Vorliebe. Mein ehemaliger Plattenhändler des Vertrauens, der mittlerweile in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, der hat, glaube ich, wirklich mal erzählt zu seinen Top-Sammlerzeiten, weil er großer Bob Dylan-Fan ist, hatte der, glaube ich, alleine 700 Platten von Bob Dylan. Aber dann so mit Japan-Pressung und sowas. Sämtliche Pressung und verschiedene Ausführungen. Dachte ich auch so, boah. Ja, kann man haben. Kann man machen. Kann man machen. Bei der Gelegenheit übrigens wollen wir von hier mit großer Verbeugung jemanden grüßen. Und zwar? Carlo von Tiedemann. Carlo von Tiedemann, ja, den grüßen Carlo wir gerne. Carlo von Tiedemann war lange Zeit im Krankenhaus. Ihm ging es sehr, sehr schlecht. Ich habe von vielen Menschen aus der Hamburger Szene so Wegbegleiter, aber auch Menschen, die ihn sozusagen einfach nur kennen, gehört, dass es ihm gar nicht gut geht. Man hatte wirklich das Schlimmste befürchtet. Ja. Und jetzt habe ich heute erfahren, tatsächlich dank Bäcker am Morgen, habe ich erfahren, dass es ihm deutlich besser geht und dass der Carlo langsam wieder an den Start kommt. Ich habe auch davon erfahren. Ich glaube, ich hatte sogar, war das auch beim Abendblatt vor kurzem Artikel gelesen. Da wurde das auch nochmal so ein bisschen aufgearbeitet, dass es ihm lange Zeit gar nicht gut ging. Also Carlo ist ja nun mal wirklich das absolute Urgestein, das Original. Ich habe 2 Sendungen mal mit ihm gemacht. Also da war er Gast bei uns, und zwar in unserem damaligen Sporttalk. Und ich muss sagen, typisch Carlo halt, ne? Sofort jeden Alter genannt, seine Witzchen zwischendurch gemacht. Dann hat er einen imaginären Hund unterm Stuhl, mitten in so einer HSV-Talkrunde auf einmal. Oh, ja, Schnuffi, sei ruhig, du. Großartig. Ja, also man muss sagen, es gab Höhen und Tiefen. Jeder, der etwas älter ist in Hamburg, weiß das. Was mir wirklich leid getan hat, war, und wie gesagt, bei allen Exzessen, und es haben ja damals auch, ne, also da gab es damals diese Headline Show und Koks mit Carlo und so. Und wenn man sich ein bisschen damit auskennt und wenn man ein bisschen in der Szene ist, dann weiß man, wie das eigentlich tatsächlich wirklich war und wer da alles was, wie, wo und mitgemacht und im Funkeck sich getroffen und ich weiß nicht was. Das wurde nie aufgeklärt, sondern am Ende haben sie Carlo hingehängt. Und man muss auch sagen, dass ich finde, also dieses war ja neulich Carlos Geburtstag in der Ritze, hat Carsten Marek zu eingeladen, der Besitzer von der Ritze, und da war eine schöne Feier, da waren viele Wegbegleiter, sind da hingekommen und sowas alles. Wayne Morris hat übrigens da Musik gemacht auch. Und es hat wirklich, also der NDR hat sich wirklich hingequält. Die wollten am Anfang gar nichts machen. Wir waren ja auch da mit dem Team und haben davon berichtet. Und dann war 93 war da, Stefan Heller, habe ich da getroffen. Aber es war tatsächlich so, dass irgendwie dieses, also der Carlo von Tiedemann ist eine Radiolegende. Ja. Und ich finde, das ist so ein bisschen unwürdiger Abgang gewesen. So, das finde ich immer sehr schade. Das war ein bisschen wie bei Marcel Becker, auch der 30 Jahre, glaube ich, bei Radio Hamburg war. Und dann einfach, also war ja erst also Programm gemacht. Er hat für viele spannende Skandale gesorgt im Laufe der Zeit. Es gab mal ein Lied,
gegen Atom und sowas alles. Ne? Fuck Chirac hieß das. Ja, viele wilde Sachen gemacht damals. Okay. Aber eben, es war jemand, der wirklich mit dem ganzen Herzen Radio gemacht hat. Und ja, der war auch plötzlich bei Radio Hamburg weg, weil er sich mit einem weiteren Geschäftsführer nicht, also weil der nicht verstanden hat, dass man, um Radio zu machen, auch Geld braucht. Und ja, es wurde immer gekürzt, immer billiger. Und das hat Marcel irgendwann gesagt, das geht so nicht mehr. Ja. Deswegen ist er jetzt beim Abendblatt und ist da Chef des Audiobereichs. Aber auch da ein, finde ich, unwürdiger Abgang. Und das finde ich eigentlich ganz schlimm, dass Menschen, die wirklich Legenden sind für Medien, dass die dann einfach so weg sind. Es gibt übrigens eine legendäre Folge. Ich habe nämlich heute hier in unserem Kalender gesehen, dass wir heute ein Format produzieren mit Sascha Oliver Martin. Und da denke ich an die alten Folgen Dieter Live. Es gibt nämlich eine großartige Folge Dieter Live. Da geht der echte Dieter einfach bei 90,3 ins Studio und besucht Carlo von Tiedemann. Ja. Und sagt einfach, hey, hier bin ich. Und sagt Carlo, ja gut, dann lass doch Mittagessen gehen. Und dann gehen sie kurz zum Italiener, gehen was essen. Dann gibt es noch so eine Home-Story. Da ist dann der echte Dieter auf einmal bei Carlo von Tiedemann im Wohnzimmer. Und da musste ich jetzt bei der Gelegenheit einfach dran denken. Ich glaube, das würde heute auch nicht mehr ohne weiteres gehen, dass man mit einer Kamera einfach mal kurz ein anderes Studio entert Moderator da einfach rausholt. Ja, das geht, aber du würdest wahrscheinlich schon am Eingang scheitern, weil da Sprengstoffkontrollen und ähnliche Sachen genau sind. Da kommst du einfach nicht durch. Da kommt früher man mit einfach auf eins Mikro nicht durch. Nein, genau, so, das war auf jeden Fall eine andere Zeit. Und dann gibt es natürlich viele legendäre Witze auch, die ich immer mit Carlo von Tiedemann verbinde. Zum Beispiel, wenn einer sagt, es geht um eine Sendung, ich gucke das immer. Ja. Ach, du bist das. Ja, oder haben wir gerade gestern gehabt. Genau. Oder auch der typische Carlo von Tiedemann, wenn er irgendwie bei 90,3 dann Feierabend machen wollte, hat er ja live on air öfter gesagt so, ich mache jetzt schon mal 2 Minuten vorher Schluss, sagen Sie es keinem. Ja. Tschüss. Großartig. Das war früher, früher war vieles besser, apropos Kalender. Fällt dir was auf? Oh, der Kalender fehlt. Der Kalender. Nee, da ist die Batterie leer. Das geht nicht. Kapitän Klaus wünscht sich übrigens, dass wir den Wecker wegdrehen, damit wir keine Fake News verbreiten. Das ist eine gute Idee. Sonst denken die Leute, das wäre gar nicht live. Aber es kann doch nicht sein, dass der nicht funktioniert. Was der ging doch gestern noch. Oder hat ihn jemand runtergeschmissen hier? Also ich weiß nicht. In unserer Abwesenheit hat ihn jemand runtergeschmissen. Sein, vielleicht, das werden wir ermitteln. Das müssen wir ermitteln. Wir können ja mal die Videos von der Überwachungskamera in der Regie auswerten. Ja, das sollten wir machen. Und außerdem würde ich gerne, gibt es unter unseren Zuschauern vielleicht Detektive? Wir brauchen, er hat ja auch Mickey Mouse gelesen, das heißt, er ist vorgebildet, was das angeht. Gibt es unter den Zuschauern Detektive, die mal hierher kommen? Ich würde gerne mal einen Detektiv einladen, weil das ist ja so ein Traumberuf. Stimmt. Ne? Und man, auf der anderen Seite sagt man immer, die sitzen ja 90% ihrer Zeit in Autos und gucken untreuen Ehemännern oder Ehefrauen hinterher. Ja. Aber ich würde mal gerne mit so einem Detektiv, jemand, der hauptberuflich Detektiv ist. Das machen wir. Also Ladendetektiv gilt nicht so. Das ist toll. Nee, das genau, so ein richtiger Detektiv. Aber ein richtiger, so einer. Genau. Ich bin aber auch wirklich restlos enttäuscht, wenn der nicht aussieht wie Peter Sellers. Der muss so aussehen. Der muss einen Trenchcoat anhaben und durch eine Zeitung gucken, wo zwei Gucklöcher drin sind. Wobei, Zeitung gibt es heute nicht mehr. Der muss durch ein iPad gucken. Wie geht das denn? Durchschießen. Ist ja auch also, bei wenn man bei so ein YouTube Handy hat, ne? Also man guckt ganz konzentriert aufs Handy, aber in Wirklichkeit guckt man darüber. Dann muss man ja so machen, das fällt auf. Ja, das heißt, du müsstest dann so machen, dann siehst du aber nichts mehr. Ich würde gerne mit einem Detektiv sprechen, wie der das heute so macht. Oder ob der nur zu Hause sitzt und klickert. Das finden wir raus. Kannst ja auch auf jeden Fall sitzt der an seinem Schreibtisch und hat diese klassische grüne Lampe mit dem goldenen Gestell. Ja. Die man so einer Schnur an- und ausmacht. Genau so. Und dann guckt er natürlich auch durch eine Lupe. Ja. Wenn wir ihn irgendwas fragen, dreht er sich um mit seinem Sessel und guckt da durch. Und sagt, ich ermittle ausschließlich mit dem Gehirn. Ja, und 00 Schneider. Und er steht vor allem irgendwo vor Türen, hat so eine Lupe dabei. Und dann geht er hin ans Klingelschild und guckt nach, hat dieser untreue Ehemann bei Dorina Klawitke geklingelt oder nicht? Dorina Klawitke. Und vor allem, wenn er dann so eine Tasse sieht, dann macht er da erstmal so ein bisschen Bleistiftpulver drauf und nimmt erstmal einen Fingerabdruck. Das hat er immer dabei. Er hat immer Pulver dabei. Und dann sagt er, Und dann hat er so gesagt, ganz viele Computersysteme. So Detektive haben ja Computersysteme. Ja, also wir haben so eine Uhr, ne? Dann geht er mit dem, so geht er ran mit so einem Computersystem und dann sagt das System, und dann kommt raus, es ist geklaut bei Oma Schmidt, 1989 im Vorgarten. Da ist die verschwunden, die Uhr. Ich habe übrigens gerade parallel geguckt, ob wir Dorina Klawitke mal anrufen können. Nein, das ist nicht Dorina Klawitke. Ich habe bisher nur Dorina Klawitta gefunden. Ja, das ist Dorina Klawitta. Das hat mich auch inspiriert, der Name. Die war ja mal bei mir. Die war hier zu Besuch. Okay. Die ist eine, die malt unglaublich tolle, lustige Tier-, also Hundebilder eigentlich. Ja. Und malt dem Hund sozusagen einen menschlichen Charakter ins Gesicht. Aha. Dorina Klawitta. So nennt sie sich. Sehr gut. Ja. Und wo war die zu Gast? Hier bei dir im Gespräch? Bei mir, als du in Urlaub warst. Ach so, als ich im Urlaub war. Ja, da gibt es. Da gab es ein Bild von dir gemalt. Da gibt es. Nein, sie hat ein Bild. Sie malt kein Bild von mir, sondern sie malt ein Hundebild und gibt dem Hund den Charakter, den ein Mensch hat. Also zum Beispiel könnte, wenn du einen Hund hättest, ne, dann würde sie deinen Hund malen und dem so ein Gesicht geben, wie du als Typ bist. Zum Beispiel ein Windhund.
Ein windiger Typ. Naja, zum Beispiel. Oder aber einen, der immer einen lustigen Spruch auf den Lippen Welcher hat. Welcher Hund hätte immer einen lustigen Spruch auf den Lippen? Was wäre das für eine Rasse? Also die Mieps zum Beispiel, ja? ein Mini-Pinscher, Zwergpinscher. Den siehst du im Gesicht an, dass sie immer einen flotten Spruch haben. Also als Mensch, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich nicht unbedingt ein Mini-Pinscher, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie ein Labrador oder sowas. Das ist ja auch, also immer auch in persönlichen Begegnungen, wenn du eine Frau kennenlernst in der Diskothek und sie nennt dich hinterher Mini-Pinscher, ist unerfreulich. Ja, geht besser, ne? Dann nennt sie einen lieber Riesenschnauzer. Ja, aber Windhund ist auch nicht gut eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Also, und ein Schäferhund willst du auch nicht sein. Also, das ist ganz schwierig. Nee, das ist ganz schwierig. Gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Auch kein Mops. Ein Airedale, nee, Mops auch nicht. Was für ein Ding? Ein Airedale-Terrier. Airedale-Terrier? Airedale-Terrier. Ach so. Das sind so braun-schwarzes Krüsselfell, haben die. So gelockt, sehr stark gelockt. Und haben so ein ganz lustiges Gesicht. Und sind sehr treu und immer bemüht. Ja, das könnte auch passen. Warte mal, den hier finde ich gut. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Puli? Nee. Kennst du den? Das möchtest du nicht sein. Wer ist denn so? Das gibt es ja gar nicht mehr. Doch, guck mal, das ist ein Hund, der hat eigentlich nur Dreadlocks und da guckt nur die Zunge raus. Das sieht so aus wie jemand, der sonst auf der Straße klebt vielleicht. Aber wie ein Wischmopp. Stell dir mal vor, du hast so einen Hund. Ich kenne Menschen, die so einen Hund haben, so einen ähnlichen Hund. Ja. Das Problem ist das, da ist in dem Fell ist eine eigene Kultur. Ist wirklich so. Also du musst die auch echt waschen und schneiden und machen und tun. Wer, der schüttelt sich dann? Wenn der nass ist wenn vorbei. Es regnet draußen, der kommt nach Hause und schüttelt sich, ist vorbei, kannst renovieren. Dann ist erstmal deine Wohnung geflutet. Genau. Ja. Schöne Grüße an Matteo an dieser Stelle, unseren Kollegen, kleiner Insider. Was ist passiert mit seiner Wohnung? Ich glaube, er hat einen Wasserschaden, glaube ich. Näheres weiß ich noch nicht. Ja, sonst wäre nämlich nicht heute die Merle hier in der Regie, sondern Matteo. Aber er kann nicht. Er kann nicht, weil er einen Wasserschaden hat. Ja. Aber nicht in seinen Beinen, sondern in der Wohnung. Ich glaube, in der Wohnung, im Sanitärbereich. Im Bad, ja. Im Bad. Im Bad, ja. Ja gut, im Schlafzimmer wäre doof, ne? Ja, das wäre doof, das stimmt. Da sind ja auch weniger Rohre. Wir können jetzt mal ein Kalenderblatt abreißen. Und zwar, lass dich von Kritik nicht entmutigen. Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Das finde ich gut, aber konstruktive Kritik, Kritikfähigkeit ist auch eine positive Eigenschaft, sich das zu Herzen zu nehmen. Und wenn es gerechtfertigt ist, auch mal zu sagen, okay, danke. Ja. Ja. Ehrlich gesagt habe ich in meinem Berufsleben habe ich erlebt, dass als ich jung war und so mal am Anfang für eine Werbeagentur und so als Kontakter gearbeitet habe und dann als Etatdirektor und so, da gab es viele Menschen, die kritisiert haben, weil sie einen Fehler gefunden haben. Das war schon in den späten 80er, 90er Jahren so. Ja. Dass sie diese sich selber definieren als ein aufmerksamer Mitarbeiter, indem man Fehler bei anderen findet, anstatt was Eigenes auf die Reihe zu kriegen. So. Und da habe ich ehrlich gesagt mit Kritik oft gerechtfertigt, muss man auch sagen, aber da hatte ich Schwierigkeiten damit umzugehen, weil es so viel auch Bad Vibes gab in dieser Agentur-Szenerie. Okay. So. Danach, als ich beim Fernsehen war, habe ich mir Kritik von hochkompetenten Menschen immer angehört. Mhm. Und ich habe sie mir sogar manchmal aufgeschrieben oder auf ein Diktaphon. Früher gab es noch so Diktaphone, wie ein kleiner Kassettenrekorder zum Aufnehmen von Sprachnachrichten. Ja. Habe ich, wenn der Dr. Hofler zum Beispiel oder auch so jemand wie Horst Wendland oder so, oder Herr Thoma, wenn die Sachen gesagt haben, die ich mir merken wollte, weil die gut waren, habe ich danach immer auf mein Diktaphon gesprochen. Und meine Sekretärin hat die abgeschrieben. Ist das gleiche wie ein Diktiergerät? Das ist ein Diktiergerät. Früher hieß es nur Diktaphon. Ja, das ist das großartig. Gleiche. Damit sollte man eigentlich wieder anfangen. Dass man dann immer zwischendurch sagt, Notiz an mich selber, Dienstag, 23. April. Habe ich genau so gemacht. Ich habe das Datum gesagt und dann war zum Beispiel sowas, was genau. Ich hatte ein Meeting und ganz am Anfang meiner Zeit bei ProSieben und da hat Dr. Kofler gesagt, pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Erstens, hier ist meine Visitenkarte, ruf mich an, wer das ist. Ansonsten sagst du ja oder nein. Du kriegst unglaublich viel Geld. Und für dieses unglaublich viele Geld sagst du ja oder nein. Und am Jahresende sage ich zu dir, wenn du mehr gute Entscheidungen als schlechte gefällt, das machst du weiter, ansonsten schmeiße ich die raus. Das ist der Deal. Ganz einfach. Und du sagst ja oder nein. Wenn du nicht ja oder nein sagst, bist du hier fehl am Platz. Und da musstest du gar nicht erst den Banker anrufen, sondern hast gesagt, Deal. Deal, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ich mache und ja und nein sagen kann ich super. Da macht man natürlich auch Fehler, ganz klar. So. Ja. Dann hat er aber danach gesagt, und einen Tipp gebe ich dir noch, wenn du in Führungsposition bist, und das ist jetzt für alle die hier, die in Führungspositionen sind, wirklich ein wertvoller, glaubt's mir, ist ein ganz wertvoller Tipp. Wenn du in einer Führungsposition bist, ne, und arbeitest in einer Firma und hast jede Woche regelmäßige Meetings, und diese Meetings sind in einem, also ist ja immer der gleiche Kreis da, also deine Führungskräfte sozusagen, die Bereichsleiter sind um dich rum. Und da ist jemand dabei, wo du jedes Mal sagst, ich habe einfach keinen Bock, den zu treffen, das nervt mich so. So, schmeiß ihn raus, sofort, trennt euch. Es ist so, dass es für ihn unerfreulich ist und unfair, für dich ist es unerfreulich und unfair. Trennen, sofort. Ja. Und damit hat er recht. Okay. Hat er wirklich, also wirklich eine ganz große Weisheit, das klingt irgendwie so ein bisschen hart, aber es gibt ja einen Unterschied auch zwischen Menschen, die unangenehm sind, aber fähig,
aber es gibt die, die einfach unangenehm sind. Also wo du einfach immer ein schlechtes Gefühl hast, denen du nicht vertraust, wo es irgendwie immer hakt, wo du merkst, dass er irgendwo umständlich hinterm Rücken Geschichten erzählt und so. Das hat keinen Sinn. Es wird auch nicht besser. Man braucht nicht glauben, dass sowas besser wird. Und da hat er wirklich recht gehabt. Habe ich auf Diktaphon gesprochen, da hat meine Assistentin das abgetippt und da hat sie gesagt, willst du dir das wirklich merken? Und ich sage ja. Und sie sagt, freust du dich, mich zu sehen? Ja. Ja, absolut, jeden Tag. Ja. Aber das war das tatsächlich eine Weisheit gewesen. Solche Sachen habe ich gesammelt. Hat das Diktaphon auch auf so ganz kleinen Kassetten aufgezeichnet? Ja. Super. Ja. Das finde ich. Und das erzählt übrigens, da muss man sagen, das, was wir in der Jürgen Huhnke Erfolgsbibliothek haben, wo das ist die eigentlich? Viele, ganz viele von diesen Sachen, die da sind, sind auch Sprüche von früher. Oder sowas wie, ich hatte ja neulich dieses Buch dabei, Wer schreibt, der bleibt. Ne? Ja. Wer schreibt, der bleibt, ist so ein Spruch, wo viele Leute sagen, ja, gern, langweilig, 80er Jahre und sowas alles. Das ist Bullshit, weil heute wird unglaublich viel gelabert, es wird ganz viel auf dem Handy notiert und hinterher sagen die Leute dann, nee, das war so nicht. Oder sie sagen, das habe ich mir anders notiert. Ja. Oder sie sagen sowas wie, das ist im Kalender wohl verschwunden. Ja, also ist immer das Handy schuld. Wenn du einen Zettel hast, ja, und sitzt zusammen und machst eine Abmachung, sagst, wir haben den und den Deal, das und das wollen wir machen und schreibst es auf, schreibst Termine dahinter, schreibst dahinter, wer, wann, wie, wo, für was verantwortlich ist. Verbindlichkeiten ist das Stichwort. Genau, da kannst du dich hinsetzen und sagen, guck mal, erledigt, 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 erledigt. Es ist ein bisschen anstrengend, aber es ist für alle Beteiligten das Beste. Ich habe wieder Formatideen. Und zum einen sollten wir unbedingt die Show Deal or No Deal wieder mal ins Leben rufen. Weißt du noch, wo man immer erstmal den Banker anrufen musste? Ich saß in dem Kreis von 3 Leuten, die diese Show erfunden haben in Holland bei John de Mol. Ja. Ja. Und? Ja, ist das eine tolle Show, oder? Es ist eine, also wir haben gedacht, es ist zu einfach, aber es ist eine tolle Show, die weltweit gut funktioniert hat, hier aufgrund der Moderation. Und das haben wir immer zum Sender gesagt, aber der Sender hatte einen Deal mit einem Moderator, der nichts zu tun hatte. Meinst du, Guido Kanz? Jawohl. Und der Guido ist ein total feiner Kerl. Ich möchte nochmal sagen, lieber Guido, tut mir leid, was ich jetzt sage, aber es ist einfach meine Meinung und die Wahrheit. Der ist kein Moderator, der bei den Menschen sympathisch rüberkommt. Und die Show Deal or No, die lebt eigentlich von der Moderation. Die lebt davon, dass da jemand ist und der sagt, ja, du hast hier die Koffer zur Auswahl, du hast noch die und die Summen zur Auswahl. Ich biete dir für deinen Koffer das und das Geld. Das musst du wie bei Wer wird Millionär, du musst es spielen, du musst mit dem Kandidaten interagieren. Und du musst es irgendwie hinkriegen, dass der Kandidat gut gerade steht, dass du ihn motivierst, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, dass du auch irgendwie, du weißt das ja selber nicht, wie es ausgeht, aber dass du irgendwie auf seiner Seite bist, mit ihm leidest, aber auch gleichzeitig immer siehst, dass die Show gut funktioniert. Du musst also mehr sein wie Jörg Dreger. Ja, Jörg Dreher ist ein bisschen zu rustikal dafür, weil er, glaube ich, ganz schnell 1, 2 oder 3 ist. Mhm. Da musst du mehr spielen, du brauchst mehr Zeit für die Moderation. Zocken. Ja, das ist Elton zockt. Auch nicht, Elton ist in meinen Augen kein toller Moderator, sondern es ist eine Figur, eine gute, lustige, unterhaltsame Figur. Dann vielleicht Wayne Carpendale. Auch Wayne Carpendale nicht. Ich überlege, Carlo von Tiedemann? Willst du wissen, wer Deal or No Deal moderieren könnte? Ja. Also, es könnte zum Beispiel tatsächlich jemand wie Günther Jauch moderieren. Ja, der ist aber vergeben, aber der wäre ideal dafür, weil er diesen Spiel mit Kandidaten und den Kandidaten im Vordergrund und den Menschen inszenieren und gleichzeitig das Spiel voranbringen, da ist der Meister drin. Ja, es gibt, also das kann er wirklich einfach richtig gut. Und er ist beliebt, er ist sympathisch. Genau, und es könnte vor allen Dingen auch Kai Pflaume. Ja, unser Wunschkandidat damals, wir wollten unbedingt, dass Kai Pflaume das moderiert, der könnte das auf jeden Fall. Ja. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine große... Und wir können das in Doppelmoderation zusammen machen. Ja, genau. Ich habe es immer geguckt, weil ich mich darauf gefreut habe, auf den Moment, wenn der Banker angerufen wurde und hinter dieser Schattenwand den Hörer genommen hat. No deal. Ja. Zack. Und was wollte ich noch wieder aufleben lassen? Was war die? Achso, wer schreibt, der bleibt. Eine Castingshow für Drehbuchautoren. Gab das? Nee, können wir doch erfinden. Wer schreibt, der bleibt. Bei Hamburg 1. Ja, genau. Wer schreibt, der steigt und bleibt. Genau. Ja. So, was gibt's hier im Internet, im Chat? Klaus Möller fordert, Martin Stümmann fordert den Signature Move. Ja, geht gleich los. Den hat nur gehört, verstehe ich nicht. Ups, den hat man heute nur gehört. Aha. Verstehe ich nicht. Den Move? Danke, Klausi. Ihr seid auf dem Weg zur Legende. Der legendäre Hamburg 1-Kalender. Gute Besserung an Carlo von Tiedemann. Und der Move fehlt. Ja, pass auf, jetzt kommt der Move. Wir wollen das ganz kurz nachdenken. Ganz kurz, ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich diesen Move mache, ich lasse die Spannung hochhalten, möchte ich noch was erklären. Das hat der ein oder andere hat ja gefragt, warum steht da jetzt gutenmorgenhamburg.de und aus Liebe zu Hamburg? Der Grund, dass das da steht, ist eine Kooperation mit Jürgen Huhnke. Jürgen Huhnke setzt sich für die Freie und Hansestadt Hamburg genauso ein wie für den HSV zum Beispiel in der Vergangenheit und möchte eigentlich gerne mit dem, was er auch erreicht hat, ein bisschen was von dem auch zurückgeben sozusagen. Mhm. Und er setzt sich die ganze Zeit schon auch schon politisch und gesellschaftlich ein für Themen, die die wunderbare Stadt Hamburg bewegen. So.
wir haben ein Gespräch gehabt. Er hat auch eine Beziehung zu Hamburg 1. Und wir haben ein Gespräch gehabt und haben gesagt, komm, lass uns doch unsere Kräfte, unsere medialen Kräfte und die Kontakte, die wir haben, einfach zusammenlegen. Und wir tun das aus Liebe zu Hamburg. Deswegen steht da aus Liebe zu Hamburg. Und tatsächlich ist auch der einzige Grund, warum ich hier sitze, ist einzig und allein aus Liebe zu Hamburg. Ich glaube so sehr daran, dass eine Stadt wie Hamburg und gerade in gesellschaftlich und politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten, dass die einen Lokalsender braucht, weil Lokales wird immer wichtiger. Je schlechter die Situation überall, desto wichtiger wird lokaler Zusammenhalt. Und ich glaube, wir Hamburger, wir waren schon immer so, dass wir stolz auf uns waren und auf unsere Stadt und wir uns auch nicht geschämt haben, eine Hamburg-Fahne zu hissen und sowas alles. Und ich glaube, dass die Hamburger an sich diese Heimat, diese mediale Heimat brauchen. Das macht das Hamburger Abendblatt auch und das machen die Kollegen sehr, sehr, sehr gut. Aber sie machen es eben nicht im Bewegtbild. Wir sind zuständig für das Bewegtbild. Das ist die Idee für Aus Liebe zu Hamburg. Und gutenmorgenhamburg.de ist Jürgen Hunkes Initiative, die er vor 20 Jahren schon aus dem Leben gerufen hat, weil er festgestellt hat, dass Lokaljournalismus, ja, dass der immer, immer weniger wird. Immer weniger Lokaljournalismus, immer viel nationales oder internationaler Journalismus. Und da hat er gesagt, wir müssen darauf achten, dass Hamburger Themen in Hamburg bleiben und in Hamburg auch bearbeitet werden. Und da hat er damals schon gutenmorgenhamburg.de gegründet. Das ist dann leider so ein bisschen im Sand verlaufen. Das hat mit ganz vielen Themen drumherum zu tun. Und das wollen wir aber jetzt richtig groß und richtig groß aufziehen. Wir wollen immer dafür sorgen, dass Hamburger Themen im Fokus stehen. Wir wollen Diskussionen machen, Pro- und Kontra-Diskussionen, aber auch offene Runden machen und darüber diskutieren, was die Freie und Hansestadt Hamburg wirklich bewegt. Und das sind Themen wie zum Beispiel, warum müssen in Hamburg, in so einer reichen, tollen Stadt, müssen da Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, Flaschen sammeln, um Flaschenpfand zu kassieren? Ja. Oder aber auch, wie kann es sein, dass wir nicht genug Wohnraum haben? Ich meine, wir wissen, wir haben mehr Menschen in Hamburg. Wie kann es sein, dass der Wohnraum nicht, dass wir nicht Mittel und Wege finden, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, vernünftigen? Wie kann es sein, dass die Mietpreise explodieren, gleichzeitig immer weniger im Portemonnaie ist? Was können wir dafür gemeinsam als Gemeinschaft dazu beitragen, die Situation zu bessern? Und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen. Und ja, darum wollen wir uns kümmern. Und deswegen ist es jetzt eine Kooperation zwischen gutenmorgenhamburg.de, Hamburg 1. Und das Ganze machen wir aus Liebe zu Hamburg. Und jetzt ihr werdet mehr davon hören. Kommt der große Moment. Da drehe ich nämlich mal meinen Laptop. Ja. Mit Soundeffekt. Ja. Und so sieht die Seite aus. Und da ist ganz viel Content, den wir hier auch schon gemacht haben. Wie zum Beispiel das Frühstück mit Schükrupeli waren. Das war auch eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Aber, sehr interessant. Genau, aber man muss sagen, das ist eine vorübergehende Seite sozusagen. Ne? Aber ich wollte sie einmal präsentieren. Genau, dass man sieht, dass da was passiert, weil viele hatten auch im Chat gefragt, was ist da noch und so. Es ist alles in Arbeit. Wir legen das, wir fahren gerade die ganzen Kräfte zusammen, sind dabei. Und es wird richtig gut werden. Wir möchten euch alle bitten, auch das weiterzuerzählen, weil es geht tatsächlich um uns. Es geht um uns hier in Hamburg und wir müssen uns auch mal ein bisschen frei machen von diesen ganzen Sachen, die aus Berlin und sonst woher kommen und müssen sehen, dass wir uns im Fokus haben und alles dafür tun, dass es uns hier in Hamburg gut geht. War das jetzt eine flammende Rede eigentlich? Das fand ich sehr gut. Das war fast so flammend wie der Biefer mit 800 Grad Oberhitze, der unser leckeres Frühstück zubereitet hat. Das war toll. Und die Regie sollte bitte, ich sag's gleich mal, könnt ihr mir einen Gefallen tun und diesen Part bitte klippen, damit ich das Jürgen rüberschicken kann, falls er heute Morgen nicht zuguckt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht, aber ich sag mal nur aber falls. Aber zur Sicherheit. Und zur Sicherheit. Falls. Und weil wir das auch, ich meine, es geht auch mal die Frage, was ich hier sage, ist ja relativ spontan, nicht aufgeschrieben, ich habe keinen Zettel, kein Skript dabei. Hey, du hast doch da einen Teleprompter, da steht doch alles drauf. Erzähl doch nicht sowas. Das ist so gemein. Kleiner Spaß. Ja, auf jeden Fall, nein, es ist ja wichtig, dass man auch die richtigen Formulierungen findet und die richtigen Sätze findet und dass man die entsprechend auch mal wiederholt, um eben die Botschaft zu verbreiten. Und jetzt ist es Zeit für den Signature Move. Und im Chat wird gefragt, wo bleibt unser Gast heute? Das fragen wir uns auch. Wir haben heute keinen Gast. Wir haben heute keine Batterien im Wecker. Wir haben aber ganz viel gute Laune und wir haben uns. Und Zeitung haben wir heute auch nicht. Tja, ja, aber so ist das manchmal. Das ist nicht ganz richtig. Haben wir einen Gast? Wir können uns einfach, und das wäre jetzt ein Fernsehexperiment der besonderen Art, bei der Gelegenheit möchte ich sagen, Fernsehexperimente. Ja. Ne? Joko und Klaas haben ja gegen ProSieben gespielt und haben uninszeniert. Egal. Die Idee ist trotzdem geil. Haben sie also gewonnen und haben 24 Stunden Programmgestaltung auf ProSieben gewonnen. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe davon mitbekommen. Ich habe es zwischendurch immer reingeschaltet, mein Sohn hat es ganz gesehen. Ja. Das war cool gemacht, weil es war nämlich Fernsehanarchie und ich stehe so sehr darauf, einfach Sachen zu machen. Normale Menschen, normale Themen, rausgehen, live, ohne Angst, mit nach. So, das ist mein Leben sozusagen. Ja. Und das haben die gemacht, die haben das gnadenlos durchgezogen. Die sind Mittagessen gegangen und haben ein Wasserloch in Afrika gezeigt, wo Tiere zum Mittagessen kommen sozusagen. Die haben eine Sendung rückwärts gespielt. Die haben die beste und die schlechteste Folge Simpsons gezeigt. Die Sachen übrigens, diese Simpsons und die Rückwärtsfolge waren am erfolglosesten. Aber die anderen Sachen, die sie gemacht haben, zum Beispiel ein neues Frühstücksfernsehen, Joko und Klaas Frühstücksfernsehen auf zwei Kanälen.
Der eine wurde immer, die Kamera war die Sat1-Kamera und die andere war die ProSieben-Kamera und sie haben aber beide zusammen auch eine Totale gehabt. Ja. Und haben auf beiden Sendern gesendet. Auf beiden Sendern? Ja, ja, auf wegen ProSieben Sat1 geht das ja. Genau. Okay. Und dann haben sie halt abends die neue Quizshow gehabt und so. Ich glaube 21,7% im Schnitt, die besten Quoten, die ProSieben hatte seit 4 Jahren. Es gab auch ein Spiel mit halbnackten Volleyballern, die keine Hose anhatten und das mussten sich andere angucken. Das habe ich nur in der Bildzeitung gelesen. Es gab auch das wunderbare Spiel, wo man nicht lachen durfte und der andere musste Quatsch machen und so. Also es gab einfach ganz viele Sachen, es war einfach Anarchie, es war einfach ehrlich, offen, raus und das haben die super gemacht und ich bin kein Joko und Klaas-Fan, muss ich mal sagen, weil dieses immer über Grenzen gehen, was sie in ihren Shows machen, finde ich nicht gut, weil es langweilig ist, langweilt mich, aber das war eine super Performance. Aber du bist halt Fernsehfan und Fernsehmacher und was ist jetzt das Experiment? Ich tippe mal, dass du in eine Rolle schlüpfst und dann als Gast reinkommst. Nein. Sondern? Wir spielen des Kaisers neue Kleider. Ah ja, okay. Also alle, die ihr da draußen seid und seid immer ehrlich, lieb und nett und habt nur Gutes im Sinn, die sehen ja unseren Gast hier. Ja. Der ist für die sozusagen da, für die besten Menschen der besten Menschen, die besser Menschen, die besten besser Menschen der besten besser Menschen. Ja. Für die ist das gemacht und die sehen unseren Gast hier. Ihr werdet sicher auch dazu gehören. Und ja, ich stelle ihn mal vor, das ist Mirko. Mirko ist ja, seht ihr, 28 Jahre alt. Mirko ist Skateboarder. Ich dachte, es wäre Thomas Gottschalk. Nein, das sieht so aus wie Thomas Gottschalk, aber es ist Mirko. Wegen der Frisur, okay. Mirko, sag doch mal, als Skateboarder, ne? Kannst du eigentlich auf Kopfsteinpflaster skaten? Oh, das ist aber, hätte ich nicht gedacht, dass das geht. Das ist interessant. Habt ihr gehört, was er? Weil jeder, der schon mal probiert hat, weiß, dass das nicht so angenehm ist. Vor allem für die körperliche Konstitution. Genau. Ja. Ah, und Rückenwind, ja gut, da hätte man drauf kommen. Rückenwind ist natürlich wichtig, das stimmt, ja. Mirko, was ist denn, gibt es Ernährungsregeln für Skater? Also ist es für einen Skater wichtig, dass man gewisse Regeln einhält bei der Ernährung? Avocado haben wir doch gestern im Angebot gehabt bei Rewe, oder? Ja, und vor allem Kulturheidelbeeren. Ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, das hat er ja im Halbsatz eben noch hinterhergeschoben, dass sein Lieblingssong Skateboard UAA von Benny ist. Das habe ich auch nicht. Ich kenne den nicht. Ja, kennst du den nicht? Nee. Natürlich. Kennst du den? Den hören wir nachher. Ja. Skateboard UAA. Genau, dann fragen sich viele Leute, die mit Skateboarden sich nicht auskennen, die sagen, es ist furchtbar gefährlich, Skaten, gerade in der Stadt. Ist das wirklich so? Und diese Antipilotzenzerrung, die du dir zugezogen hast, ist die schnell wieder verheilt? Okay. Also, ich meine, ich muss das mal zusammenfassen. Ist klar, das hätte eine dumme Frage auch von mir gewesen. Natürlich ist das Skaten auf Fußgängerwegen oder auf breiten Fahrradwegen viel, viel risikofreier als eben direkt auf der B45. Das macht keinen Sinn. Da hat er sich das zugezogen, diese Verletzung, auch weil er halt probiert hat, genauso schnell zu fahren wie der LKW hinter ihm. Und dass es aber geschafft hat, sich dann auf seinem Skateboard, ganz ehrlich, ich kann die Geschichte kaum glauben. Du hast dich auf das Skateboard draufgelegt, der LKW ist über dich drüber gefahren und du hast dich hinten festgehalten und bist dann mit dem LKW und dann ist diese Pilotzenzerrung gekommen. Die Antipilotzenzerrung. Ja, okay. Was hast du dieses Jahr denn noch vor? Was machst du denn noch? Kann ich dich eine Minute mit dem Gast alleine lassen? Ja. Ich hole kurz was. Ja. Weil wir haben was vergessen. Ja. Warte, ich hole noch was, um den Talk noch weiter zu untermauern, sozusagen. Also, ihr habt es gehört eben gerade, Marco ist gleich wieder zurück. Ihr habt es gehört, es ist also tatsächlich so, dass das Wichtigste als Skater ist das Öl. Und sag mal, was für ein Öl nimmst du? WK40, was ist WK40 nochmal? Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Das ist so ein, was kann man auch für Waffen rein? Genau, das ist das gleiche Öl, ja. Und das sprüht man drauf auf die Rollen und dann rollen diese Rollen vom Allerfeinsten. Genau, das ist gut. Du, hast du das? Ah, da ist es ja. Ich habe nämlich Martins Skateboard noch gefunden. Ja. Das hatte er vorne vergessen, damit wir das hier noch ein bisschen anschaulicher gestalten können. Lass mal ganz kurz gucken. Wir hatten gerade über das Öl gesprochen. Ja. Also, das Wichtigste ist, dieses WK40 hier drauf zu tun. WK40 heißt das? WK40, das kennst du doch als Autofreak, oder nicht? Ich kenne 10W40. WD40. WD40 kenne ich. WD40 heißt das. WD40. Jetzt passiert. Genau. So. WD40 ist, das ist dieses Zeug, was wir auch benutzen übrigens für Waffenreinigung. Also, wenn du Waffen auseinander nimmst und reinigst, die musst du immer schön drauf, weil das nämlich auf der einen Seite sauber macht, ne? Und aber löst ja auch so Verklemmungen und sowas. Guck mal, ich bin früher auch mal ein bisschen Skateboard gefahren, bin kein Experte, aber ich weiß, dass Thunder eine ganz gute Firma ist und diese Kugellager nennt man ja auch, hat er eben erzählt, Bearings. Und die haben einen ABEC-Wert, der dann den Rollwiderstand beschreibt. Ja. Und das hier ist ein gutes ABEC-Lager, da kann man nämlich lange mit rollen, glaube ich. Das ist toll, das ist wirklich toll. Großartig, oder? Das ist einfach toll. Und das ist ja ein Santa Cruz-Brett, guck mal hier, das Tolle ist immer, dass diese Bretter sind unten dann auch immer schön gestaltet. Das ist von Rocke Santa Cruz. Ja. Ich hoffe. Und ich würde sagen, also das war total spannend. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ich sage mal ganz ehrlich, gut Rutsch.
Auf jeden Fall finden die Leute das tschüss, toll. Du musst auch verabschieden. So einen. Ja. Mach hin. Mach's gut. Junge. Und WD-40 löst Verklemmungen, das stimmt. Die Leute finden das toll. Klaus Möller schreibt, dass wir eine regelmäßige Rubrik daraus machen sollten. Und die heißt Der unsichtbare Gast. Das ist übrigens auch ein super Film. Ja, absolut, ja. Aber das ist toll. Wir könnten jeden Tag, wir können einladen, wen wir wollen. Wer soll uns aufhalten? Ja. Morgen zu Gast Nicolas Cage, Taylor Swift, alle. Thomas Gottschalk. Alle. Alle. Es gibt in England zum Beispiel, ist es so, da gibt es jetzt einen Journalisten. Ja. Der ist ein Swiftie. Ja. Und der berichtet jeden Tag in England im Fernsehen über Taylor Swift. Okay. Der hat einfach, egal was sie macht. Es gibt eine Taylor Swift-Rubrik und es gibt ja jeden Tag was über Taylor Swift. Das stimmt, ja. Und eigentlich müsste ich mir auch überlegen, jeden Tag was über Taylor Swift zu machen. Weil oder ich finde Taylor Swift auch toll. Hast oder du Take das? That. Oder Take That, aber da gibt es nicht so viel. Taylor Swift gibt es mehr Klatsch und Tratsch. Ja, stimmt. Take That sind ja relativ gesettelt, sind gerade auf Tour übrigens. Oh, wir könnten doch mal Susanne Autzen fragen, Susanne Carina Autzen, ja, unsere Promi-Reporterin, ob sie uns mal ein Taylor Swift-Spezial macht. Und das probieren wir dann einfach mal aus. Das ist eine riesen Idee. Oder? Eine riesen Idee. Das wäre doch toll. Ja, wir können sie anrufen. Sollen wir sie anrufen? Wir rufen sie an, klar. Live telefonieren machen wir viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob sie schon wach ist. Wenn, wird sie gleich wach sein. Mal gucken. Aber das checken doch, wir einfach. Es ist doch 20 vor 9, da ist sie bestimmt schon wach. Mit Sicherheit. Das kann ich mir, vorstellen. So, jetzt ist die Nummer 0171-643-5529. Hast du gerade ihre Nummer verraten? Ach nein, war eine falsche Nummer, war ein Witz. Das war meine. War auch nur ein Witz. Meine Nummer ist 555-843-279. Ja, meine ist 3x die 96. Hallo Susanne. Ach so, das ist Ihre Mobilbox. Wir sprechen da drauf. Ja. Bitte sprechen Ihre Nachricht nach dem Ton. Hallo Susanne. Hallo Susanne, schönen guten Morgen live aus der Morning Moin Moin Show. Wir haben gerade überlegt, können wir nicht mal ein Taylor Swift Spezial haben? Weil in England gibt es ja diesen Reporter, der jeden Tag über Taylor Swift berichtet. Und da wäre es ja schon cool irgendwie, wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass wir auch einmal nur Taylor Swift News hätten. Weil ja letzte Woche die Promi-News ausgefallen sind, könnten wir ja auch, wenn du magst, das so machen, dass das eine Spezialfolge ist und es trotzdem noch die normalen Promi-News gibt. Auch das ist also möglich. Ne? Es ist ja die Frage, was sie sonst zu tun hat. Sie ist ja sonst relativ eingebunden. Ja, ja, klar. Ich stelle es ja nur als Möglichkeit in den Raum. Das ist eine gute Idee und eine wunderbare Möglichkeit. Wir könnten auch einen Rekord brechen für die längste Mailbox-Nachricht. Ja. Gibt es da eigentlich irgendwann eine Obergrenze oder kann man da wirklich eine Stunde drauf labern? Ich glaube, man kann. Irgendwann schaltet sich das Ding aus. Okay, schade. Ja. Aber egal. Wir wünschen dir einen frohen Tag. Alles Liebe. Bis später. Eine Frage noch. Oh. Klein ist ein alter Hamburg 1-Witz. Immer am Telefon zu sagen, eine Frage noch. Oder wenn jemand gerade im Begriff ist, den Raum zu verlassen. Ja. Ganz toll. Haben wir früher öfter gemacht. Da mussten die Praktikanten und Azubis hier immer ein bisschen was aushalten. Und zwar, wenn dann jemand gerade den Raum verlassen hatte, hat jemand gerufen, Entschuldigung, eine Frage noch. Und sich dann schnell unter den Tisch versteckt. Dann kamen die wieder zurück. Ja, wer möchte denn was? Wir haben viel Spaß gemacht hier früher. Das war ist, immer lustig. Ist immer noch lustig. Ja. Wir haben sehr viel Spaß hier. Habt ihr auch mal Lehrlinge losgeschickt, den Werbebreak zu suchen? Das haben wir gemacht. Nee, das haben wir sogar jemanden in die Werkstatt geschickt. Ja. Sie haben jemanden in die Werkstatt geschickt, also bei ProSieben. Und einen Lehrling und haben gesagt, er soll den Werbebreak holen. Okay. Und er ist in die Werkstatt gegangen, hat probiert, einen Werbebreak zu finden. Wir hatten früher im alten Hamburg 1-Gebäude, hatten wir ja zwei Ebenen. Erdgeschoss war das Studio, oben die Redaktion. Und die Telefonanlage war mit einem Trick versehen. Du konntest eine geheime Tastenkombination drücken und dann eine Durchsage auf allen Telefonen machen. Ja. Und die sind dann automatisch in den Lautsprechermodus gegangen. Und dann hat ein Kollege mal eine Durchsage gemacht und gesagt, Achtung, alle Praktikanten bitte in die Kamerawerkstatt. In die Kamerawerkstatt. Und dann sind alle in die Kamerawerkstatt gegangen. Wir hatten bei Endemol auch sowas. Wir hatten so eine, also von der Zentrale konntest du eine Durchsage machen. Sehr gut. Und zwar nicht auf Telefone, sondern auf Lautsprecher. Oh. Ja, und dann war irgendwann jemand an der Zentrale, der normalerweise da nicht sitzt in der Mittagspause und hat folgende Durchsage gemacht. Er hat gesagt, Esther, du musst unbedingt runterkommen. Der Juri hat auf den Boden gekotzt. Der Juri war aber kein Angestellter, sondern der Hund von Esther. Ja. Und das war an dem Tag, wo John de Mol zu Besuch war, in dem Laden. Und wie fand er das so? Ja, er fand es wundersam, sagen wir so. Wundersam. Wer ist diese Juri? Juri? Was ist mit dem Juri passiert? Dann wurde er aufgeklärt, dass es sich um einen Zwergpinscher handelt. Nein, leider war es ein Kangal. Eine deutsche Dogge. Ein großer Kangal. Was ist das denn? So ein großer türkischer Herdenschutzhund. Du kennst dich ja gut aus mit Hunden, ne? Ich kenne mich mit Hunden aus. Ja, nicht schlecht. Kangal. Was steht da? Da steht im Internet ein Hirtenhund, wie ich gesagt habe. Ja, türkisch Kangal ist eine von der
Federation anerkannte türkische Hunderasse. Ja, so ist es. Hat eine Größe weiblich 63 bis 75 cm Schulterhöhe und männlich 70 bis 80 cm. Wow. Er ist groß. Das hätte meine Oma ein Mondkalb genannt. Ja, genau. Und das ist vor allem, wenn der auf dich zukommt, hast du auch keinen Spaß mehr. Nee, das glaube ich auch. Und wenn der Beine in die Hand. Der kotzt, ist eben auch mal ein Strahl. Das ist so, wie wenn ein Pferd pinkelt auf der Straße. So sieht das aus, genau. Das sieht dann aus wie bei Matteo im Badezimmer. Ja. Rein von der Wollen Flüssigkeit wir ganz her. Kurz noch die, weil es waren, die Fragen waren, kamen mehrfach, wir sollen regelmäßig Sonderangebot machen. Ja, sollen wir. Und ich könnte jetzt einfach über die Kaufda-App. Ja, mach doch mal. Das haben wir gestern gehabt. Gestern hatten wir, gestern nicht Lidl, sondern wir hatten gestern, glaube ich, Rewe und Edeka, richtig? Ja, richtig. Dann würde ich heute mal den Lidl raus hervorholen, mach oder? Mach doch mal den Lidl. Haben wir den früher immer genannt, Lidl. Lidl lohnt sich, sagt Lidl. Mhm. Sind offizieller Partner der Euro 2024. Aus Lidl zum Spiel. Aus Lidl zum Spiel. Es gibt zu gewinnen 10.000 Tickets für die UEFA Euro 2024. Cool. Pro 10 Euro Einkaufswert bekommt man ein Los und kann am Gewinnspiel teilhaben. Der Gewinn ist übrigens nicht garantiert. So, we're on your team steht hier. Ja. We are on your team. Das heißt, sie haben es tatsächlich geschafft, eine Formulierung zu finden, die nicht sagt, dass wir für Deutschland sind, sondern es ist egal, für was dein Team ist. Das ist aber clever. Wir sind für dein Team, Freunde. Das man ist kann clever. Doch wenigstens bei der Fußball-EM mal für das Land sein, in dem man wohnt und in dem ja, man arbeitet. Vielleicht, gibt es ja Lidl, wo gibt es Lidl noch? Gibt es den nur in Deutschland? Nee, ja, aber auch in Frankreich dir, genau, oder ich sag dir Italien. Aber eins. Genau, ist richtig, aber das sind alles hier deutsche Produkte und das ist ja der deutsche Lidl und da sollte dann ein Deutsch draufstehen. Da könnte man darauf kommen, ja. Wir sind auf eurer Seite, Team Deutschland. Genau. So. Und es gibt für 9,99 einen Toaster bei Lidl. Der brennt dir aber dafür für die EM passend deine Nationalflagge aufs Toast. Ja. Also schwarz funktioniert, rot und gold nicht so gut. Ist richtig. Je nachdem, wie du es einstellst. Aber ja. Und es ist, 9,99 für einen Toaster ist ein Toppreis. Es ist minus 13 Euro, sonst kostet der 13 Euro mehr. Das gleiche gilt für die Picknickdecke. Ja. Die kostet 5,55. Aha. Die Picknickdecke. Eine Picknickdecke. Ich hatte noch nie eine Picknickdecke. Ich habe noch nie mal richtig so Picknick gemacht. Ich dann habe ich einfach unterwegs das gegessen. To go heißt das. Picknick to go, genau. Oder einfach auf ein Handtuch. To go ist Picknick 2.0. Ja. Kann man so sagen. Genau. So, günstig bei Lidl ist auch der grüne Spargel. Mhm. Wobei Spargelspitzen, lustige Geschichte. Ich war gestern, hatte ich die Hamburg 1 Weste an, weil ich keine Jacke dabei hatte. Und es war dann doch relativ kühl. Ja. Und wollte mir einen Salat holen hinten beim Edeka. Und hatte ich diese Weste an. Ja. Hatte da dieses lange Hemd, was ich gestern Morgen anhatte, an und ein T-Shirt drunter. Weiß ich nicht mehr. Und stand dann bei, kannst du recherchieren, bei Google kannst du das nachgucken. Outfit of the Day von Boris. Genau, genau. Ja. Und dann war ich da bei diesem Edeka und dann stehe ich da und hatte Hausmeister Rudi am Telefon, hatte mit dem was zu sprechen, weil er mich angerufen hatte. Und dann steht plötzlich eine ältere Dame neben mir und sagt zu mir während des Gesprächs, haben Sie Spargelspitzen? Ich hatte Hausmeister Rudi dran, der hat war Zeuge. Hat sie dich gefragt? Er hat sie mich gefragt, ja. Achso, weil sie dachte, du arbeitest. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich spreche ja gerade mit jemandem. Okay. Dann blieb sie aber da stehen und ich habe mit Rudi weiter telefoniert und habe gesagt, pass auf Rudi, ich kläre das mal kurz hier, weil die gehört uns jetzt die ganze Zeit zu. So, und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Spargelspitzen? Sag ich, ja, aber ich habe keine Spargelspitze, ich möchte mir hier einen Salat holen. Sie arbeiten nicht hier. Ich sage, nee, ich arbeite nicht. Ach, wegen der Weste wahrscheinlich. Anscheinend wegen der, ich weiß es nicht. Es war wegen der Weste. Sie war auf jeden Fall ganz militant und wollte Spargelspitzen haben. Das heißt aber jetzt vom Spargel, von der Stange sind es dann nur die Spitzen? Ich weiß es nicht, weil das Bild, was hier in dieser Anzeige steht... Ist abgeschnitten, clevererweise. Nee, das ist ein relativ langer Spargel. Das sind keine Spargelspitzen. Spargelspitzen sind in meinem Gefühl so lang. Ich google das jetzt. Und dieser Spargel ist ganz lang. Das sind keine Spargelspitzen. Das ist Spargel. Spargelspitzen sind die abgeschnitten, die es auch oft im Glas gibt. Ja, richtig. Die dann sehr eingeweicht sind und nach wenig schmecken. Spargel und es steht hier aber Spargelspitzen grün, Ursprung Spanien, Italien, Klasse 1. Ich habe übrigens für Hausmeister Rudi ein neues Format erfunden. Ja. Du musst es nur noch mit ihm klären. Ja. Und zwar, Hausmeister Rudi ist ja natürlich, wie alle wissen, eine Kunstfigur. Der Mann heißt ja in Wahrheit Thorsten Lausch. Richtig. Wir könnten doch die Thorsten Lounge machen. Das ist eine sehr schöne Idee, das werden wir Thorsten Lausch alias Lounge mitteilen. Oder? Ja, die Thorsten Lounge. Ja. Ansonsten bei Lidl. Schokodonut mit Streusel 2 plus 1 gratis für 1,18. Also man kriegt 3 insgesamt. Man kriegt 3, bezahlt 2 mit 1,18. Das ist günstig. Einer kostet 60 Cent. Das ist günstig. Dann haben wir die Pizzazunge. Das ist auch toll, ne? Das gibt immer neue Sachen. Eine Pizzazunge, was ist das? Ich kenne die Rinderzunge und die esse ich nicht. Ich kenne Katzenzungen. Kenne ich auch, esse ich. Kaufst du dir Katzenzungen, um sie selber zu essen? Würde ich sie nie essen, aber wenn sie da rumstehen in der Gegend und ich will Schokolade essen, dann esse ich das. Aber das ist eigentlich was, das kriegt man eigentlich von Großeltern geschenkt, Katzenzungen. Ja, weil ich glaube, keiner unter 30 ist, also wenn du Katzenzungen aufs Band legst bei Edeka, dann sagen die, können wir bitte mal ihren Ausweis sehen? Sie sind 30, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja, genau.
Genau, das gleiche gilt für Gelee-Bananen. Ich glaube, ich muss gleich niesen, vielleicht mal gucken. Lass es schön inszenieren. Ja, ich kann. Nee. Ist doch gut, glaube ich. Du kannst ja schon mal ein bisschen abrücken. Kati R. schreibt übrigens, grüner Spargel in Butter gebraten. Sie liebt es. Herrlich. Das ist herrlich, aber das ist eben. Hier gibt es Spargel, normalen Spargel und keine Spargelspitzen. So, das gleiche gilt für eine Cookie-Duff-Schnecke. Ich bin ganz sicher, 95% aller deutschen Konsumenten haben keine Ahnung, was Lidl damit meint. Cookie-Duff-Schnecke. Das ist nämlich eine Keksteichschnecke. Ich weiß es, weil ich regelmäßig im Kino bin und da immer Werbung für eine Eiscreme gemacht wird, die diese Sorte haben. Was ist eine Keksteigschnecke? Eine Schnecke aus Keksteig, die wahrscheinlich nicht gebacken ist. Oder sie ist hart. Nee, nicht ausreichend gebacken ist. Warum sollte ich eine nicht fertig gebackene Keksschnecke kaufen? Sie ist quasi half-baked. Half-baked, ja. Ein Titel von einem Kifferfilm auch aus den 2000ern. Sehr lustig. Das stimmt. Was du alles weißt, ist geil. Ja, so, dann gibt es bei Lidl ganz viele Pflanzen im Moment gerade. Die bunte Vielfalt. Ah, da sind wir wieder. Ja. Endlich gibt es bunte Vielfalt auch bei Lidl, offizieller Partner deines Lebens, mit einer blau-gelb-roten Flagge im Herbst. Blau-gelb-rot? Genau, dann steht ja hier. Dann steht hier alles Gute zum Alltag. Weißt du Bescheid, wo die Jungs herkommen? So. Warum denn blau-gelb-rot? Wegen Lidl-Farben? Oder? Ich habe keine, ja wahrscheinlich, weil es die Lidl-Farben sind. Es ist deine bunte Vielfalt, die beschränkt sich dann auf drei Farben, nämlich auf blau, auf rot und auf gelb. So, jetzt müssen wir hier im Chat noch mal kurz nachgucken. Und zwar fragt zum einen Martin Stümern, was bei dir Spargelspitzen kosten, weil du ja scheinbar welche verkaufst. Nein. Kannst du ja verkaufen, nicht? Sagen, die kosten 2,99 bei Lidl. Bei Lidl je 250 Gramm. Ein Kilo kostet 11,96. 11,96 kostet ein Kilo Spargel, Spitzen, wobei es abgebildet ist Spargel. Das ist ein Spitzenpreis, finde ich. Es ist ein Spitzenpreis. Spargel. Vielleicht ist es der Spargel-Spitzenpreis und Sie haben nur das Wort Preis oder der vergessen. Spargelzeit. Weil man da weniger zahlt. Ja. Klaus Möller macht Spargelsaft, Spargel-Direktsaft mit Zitrone. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich auch. Genau. Kein Problem. Und dann, Spargel kann man auch als Auflauf. Letztens habe ich ein Rezept gesehen bei Instagram für einen Spargel-Cordon Bleu. Interessant. Da hat jemand den Spargel ganz kurz, sehr aufwendig, also ganz kurz die Spargelstange blanchiert und dann mit Käse und Schinken umwickelt und dann paniert und ausgebacken. Interessant. Dann hast du einen Spargel-Cordon Bleu. Ja, genau. Und kannst zu Hause sagen, du hast ja nur, wieso ist doch nur Gemüse. Genau. Ich esse doch nur Gemüse, ich weiß gar nicht, darüber zunehmen. Ich esse und doch davon nur Gemüse. 20 Stück und dann läuft das. So, beim Lidl gibt es außerdem das Metzger, jetzt ist wieder Metzgerfrisch, ne? Es ist alles Metzgerfrisch, was jetzt kommt. Also Metzgerfrisch Premium frische Maispoulade. Das ist die Metzgerfrisch Premium frische Maispoulade. Ich weiß nicht, wie viele Superlative kann man einem alten Hühnchen andichten. Wer weiß. Guten Tag, haben Sie Eisbein? Ja. Ja. Wärmere Socken anziehen. Ja, ganz viele. Genau. So, Metzgerfrisch Premium Lachsachse. Was ist denn eine Lachsachse? Nee, Entschuldigung, es ist eine Lammlachse. Lammlachse, eine Lachsachse. Ich habe letztens in der Werkstatt auch gesagt, meine Lachsachse macht leider Geräusche. Ja. So, dann haben wir hier das Cevapcici, Metzgerfrisch Rinder Cevapcici. Sehr lecker. Dann haben wir Wiesenhof Hähnchenbrustfilet, Metzgerfrisch Chicken Nuggets, aber auch die Metzgerfrisch frisches Schweinegulasch für 3,19. Ja. Dann haben wir Metzgerfrisch frische Schweineminutensteaks für 4,99 und wir haben die Metzgerfrisch frisches Putengeschnetzeltes 5,99. Das ist ein Toppreis. Ja, bei Lidl ist richtig was los. Außerdem ist der Grillmeister da. Der Grillmeister ist auch offizieller Partner deiner Grillsaison. Der Grillmeister trägt übrigens keine Warnweste und hat keinen Fahrradhelm auf. Das ist richtig. Sondern das ist der Grillmeister sogar. Genau. Grillmeister Schweine Nackensteaks, also sind diese fertig vorbereiteten Fleischstücke, die man nur einfach auf den Grill hauen muss. Ja. Da haben sie den Grillmeister Rinderrumpsteak, sie haben die Kalbsmedaillons, sie haben die Schweinebauchscheiben. Und das Schweinenackensteak. Das ist gut. Also wenn das mal wieder wärmer wird, am Wochenende soll es ja Sonnabend 15 Grad werden, da kann man mal wieder den Grill anheizen. Absolut. Und weiß, wo man dann hingehen soll. Ich werde am Wochenende übrigens unterwegs sein im Rahmen der Hamburg Car Classics und einen schönen Beitrag machen über diese Oldtimer Rallye. Und das gucken wir uns dann nächste Woche an. Das wird, glaube ich, ziemlich toll. Ja. Wir dürfen nämlich unterwegs sein mit einem 1965er Ford Mustang. Ah, das ist geil. Der hat ein bisschen schwammige Lenkung, muss man sagen. Ein bisschen ist gut. Aber es ist, ist ein tolles Auto, optisch ein tolles Auto. Ja, traumhaft. Das ist ja immer das Ding, wenn ich in Amerika bin, oder als ich immer in Amerika war oft, habe ich immer gedacht, ich kaufe jetzt auch ein Auto, jetzt bringe ich. Aber was alle schon in den 80ern gemacht haben, ich kaufe mich ein Auto, weil sie so toll aussehen. Aber hast du nie gemacht? Ich habe mich dann immer reingesetzt. Also beim Autohändler zum Beispiel, ne, so einen alten, schönen, eben so Mustang zum Beispiel. Ja. Oder aber auch tatsächlich so, also es gab ja so richtig altes Studenbaker, heißen die so? Ich glaube, So solche auch richtig alte Autos. Ja.
Und dann fährst du damit, dann stellst du fest, naja, es ist irgendwie doch nicht mehr so ein Audi, wie es heute ist. Weil es ist sehr schwammig und diese Gangschaltung. Du musst das fahren wollen. Ja, also der Wagen zum Beispiel, der hat Automatik, Mustang gibt es ja auch selten als Handschalter. Ja. Aber der hier zum Beispiel hat eine Dreigang-Automatik. Ja, Dreigang-Automatik. Dreigang-Automatik, auch spannend. Da kommst du nicht so richtig weg wahrscheinlich. Ne? Mal gucken, ob man damit einen Hering vom Teller ziehen kann. Aber ich glaube, aufgrund eines Drehmoments geht da schon ein bisschen die Luzi. Mal sehen. So, dann habe ich hier der Woolworth. Ne? Ja. Der hat eine, also da steht hier Woolworth Discount. Was? Und dann gibt es, Bademoden. Ja, und dann gibt es, die Badesaison ist eröffnet, Badeanzug 12 Euro, Hut, zack, schon wieder weg. Aha. Tankini, what the hell is a Tankini? Ist ein Tanktop mit, es geht so schnell weg. Es geht viel zu schnell. Ja, Tankini 12 Euro, Bikini Oberteil 8 Euro. Zack, aber würde dir weg. Alles nicht stehen. Gibt es denn da auch noch mal was für ich den Herrn? Ich arbeite noch an meiner Bikini-Frisur. Ja. Frisur hätte ich fast gesagt. Bikini-Frisur. Ich habe auch schon meine Bikini-Frisur. War eine Menge Arbeit. So, also das bringt uns nichts. Dann gucken wir kurz beim Mediamarkt Saturn rein. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ja. Interessant ist, Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Alter Werbespruch. Die Bauknecht BPW 814A Waschmaschine. Das ist die Waschmaschine mit 45 Minuten Kurzprogramm, Entfernung von Pollen oder Milben, Anti-Allergie-Programm und so weiter und so fort. Für 355. Für 355 bis zu 8 Kilo Waschladung. Da, liebe Freunde, sage ich euch, unsere Waschmaschine ist letzte Woche kaputt gegangen und ich habe eine Bauknecht gekauft für 355 Euro. Aber nicht mit 8 Kilo, sondern mit 11 Kilo. Und damit habe ich meine Frau auf Strecke glücklich gemacht. Ja? Ja, so einfach ist es manchmal. Man muss nur nachdenken und lesen. Nachdenken und lesen. Nachdenken eine und lesen. Eine Weisheit, die glatt in einem dieser Erfolgsbücher drinstehen könnte. Absolut. Was gibt es denn noch? Ein Staubsaugerroboter? Ich habe letztens bei Instagram ein Video gesehen, da war die Frage, wie faul bin ich? Ja. Und dann hatte jemand sein Auto aufgemacht und die ganzen Sitze umgeklappt, also auch die Rückbank und darauf einen Staubsaugerroboter fahren lassen, weil er zu faul war, die Karre auszusaugen. Also wir haben ja auch großartig. Einen, weil wir Hunde haben und wegen der Haare und sowas alles. Und ich muss dir sagen, unser Staubsaugerroboter ist, ich weiß nicht, das ist geisteskrank oder von irgendjemandem Linken programmiert, weil er immer mir hinterherfällt. Wenn ich mich am Samstagmorgen ins Esszimmer sitze, weil das auch mein Arbeitsplatz ist, ne? Ja. Ja, und ich habe irgendwie noch einen Termin oder hab einen Call um 9 oder sowas alles. Du kannst dir ganz sicher sein, er fängt um 9 an, das ist ja programmiert, das ist nichts Besonderes. Ja. Aber dann passiert Folgendes, dann kommt der straight direkt immer zu mir und dann saugt er nur um mich rum. Um dich abzuhalten und zu stören. Ja. Ja. Wirklich wie manisch. Und jedes Mal, jeden Samstagmorgen geht es das gleiche Spiel. Er fängt an, dann kommt er auf mich zugelaufen. Ich habe schon diese eine, wir haben zwei Türen, die ins Esszimmer gehen. Die eine mache ich schon immer zu. Ja. Dann kommt er hinten rum. Er will unbedingt ins Esszimmer und dann will er unbedingt um mich rumfahren. Das ist doch irre. Das ist wahrscheinlich aber auch so, wenn du dich dann irgendwann schlafen legst, dann ist der Roboter irgendwie in der Ecke an seiner Ladestation. Und dann bist du gerade so im Einschlummern und dann kommt irgendwie ein Geräusch. Und dann schreckst du auf und dann zoomt die Kamera irgendwann nur auf den Roboter, wie einmal kurz seine Scheinwerfer angeht. Dann kommt so ein Rauch, so ein Trockeneiseffekt und dann fährt er düm, 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 düm hinterher. Und wenn du dich umdrehst, bleibt er stehen. Ist eigentlich eine tolle versteckte Kamera, ne? Jemand wahnsinnig machen mit einem ferngesteuerten Saugroboter. Hat der Namen eigentlich, euer Saugerroboter? Nein. Hals Maul. Hals Maul heißt der? Sag ich immer zu ihm. Ach so. Wenn er morgens anfängt und macht Ärger. Er macht ja einen guten Job, muss man sagen. Aber es ist trotzdem, er sucht mich. Das ist der beste Staubsauger, den es gibt, ist ja eigentlich Henry, ne? Das ist der mit dem Gesicht? Mit dem Gesicht, den haben wir hier, glaube ich, auch stehen. Haben wir Henry? Ich glaube, wir haben Henry in Blau. Ehrlich gesagt. Es ist eine schöne Idee auf jeden Fall. Es ist eine schöne Marketing-Idee, einem Staubsauger ein Gesicht zu geben. Finde ich toll. Und die Nase ist der Rüssel. Ja. Also wer darauf gekommen ist, der hat aber echt deswegen die Messlatte hochgelegt. Deswegen frage ich mir immer, ob zum Beispiel ein Waffeleisen nicht aussieht wie eine schöne Waffel. Stimmt. Weil es hat ja die gleiche Form wie eine Waffel. Das heißt, du könntest ja aus dem Waffeleisen auch eine Waffel machen. Ja, du hast recht. Wie ist es eigentlich rechtlich, wenn ich jetzt hier den Laptop umdrehe und ein Video zeige, das jemand anderes bei YouTube hochgeladen hat und es ist original aus der ZDF-Hitparade? Ja. Kriegen wir dann Schwierigkeiten? Das weiß ich nicht, aber ich würde Folgendes machen. Du drehst den Laptop um, ich gehe in die Jürgen-Hunker-Erfolgsbibliothek und suche uns aus dem Buch Harmonie und Meer einen schönen Spruch raus. Ja. Zufällig, du drehst das mal um. Und dann zeigen wir das? Und dann zeigen wir das und ich würde einfach dann auch drüber wegreden sozusagen. Ach so, damit man das nicht richtig hört. Ja. Meine Damen und Herren, mit dem 9. Platz. Ein Interpret, der oft bei uns zu Gast war, mit Titeln zum Beispiel Du bist 16 oder aber auch der Titel Amigo. Charlie Brown, dabei ganz kurz, wichtig, die Sprache. Das ist Skateboard von Benny. Ja. Hat er seine Schuhe auf dem Tisch? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es seine Beine sind. Oder? Ja. Und das Tolle ist das, Dieter Thomas Heck, ne? Ach so.
Asphaltrennen ist der große Hit. Komm und fahr mal mit. Das ist gefährlich, aber toll. Also schon 1987 gab es das. Toll finde ich, wie er moderiert. Ja. Meine Damen und Herren, hier ist der Benny. Er ist 16 Jahre alt und er freut uns mit dem Hit. Was Warum hat man damals mal das R so deutlich prononciert? Das war ein Rest aus der Kriegszeit. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, die Art der Stimme ist auf jeden Fall von geschulten Schauspielern. Denn dort gab es im Fernsehen keine Pfuscher, so wie uns, sondern nur ausgebildete, logopädisch verantwortlich handelnde Menschen. Das war eine goldene Zeit. Okay, Wir wünschen euch Angst, ehrlich gesagt. In diesem Sinne einen herrlichen Tag. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen. Das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit. Tschüss.